So schnell vergeht die Zeit, nicht? Als wir diese Anlagen hier, wo es Klösterstedt errichten lassen, 1968, die letzte Kleine 1969, die Eisbären 67, da haben wir das für das Modernste des Modernen gehalten. Nicht? Wir haben gedacht, was Besseres gibt es nicht. Und so groß waren die, kam einem das vor. Darüber geht die Zeit hinweg. Erstmal ist eine Sache, die schon dann im Laufe der Zeit natürlich immer mehr bei der Bärenhaltung in den Zoos zum Tragen kam. Also ein Bär wird selten krank, ein Großbär, kann man mal sagen. Unterschiedliche Empfindlichkeiten, wenn gleich auf die Lippenbären kommen, die sind ein bisschen schwierig in der Ernährung, aber ansonsten, ein Braunbär können sie 40 Jahre, wenn er so alt wird, einfach auf dem Fels halten oder früher dann den kleinen Heimattiergarten auf Beton. Das ist aber nicht schön, nicht für den Bären. Der Bär wird aber nicht richtig krank, der kriegt auch Kinder und so weiter.